Hallo, liebe Freunde des gepflegten Flugsimulator-Spaßes und willkommen zurück zum Flight Simulator 2020 von Microsoft. Und zur Begrüßung wird auch wieder Wien Center uns hier reinquatschen. Heute soll es um die Wettersachen gehen. Also, wie sieht das Wetter aus? Wie gut ist es umgesetzt? Was gibt es vielleicht für Probleme? Und ja, wie kann man das vielleicht einstellen? Und wie sieht das Ganze mit dem Live-Wetter aus? Ich bin gerade in Innsbruck gestartet, habe dann eine 180-Grad-Kurve gedreht und fliege jetzt straight Richtung Westen über die Alpen drüber. Wir haben hier einiges an Turbulenzen, wie ihr seht. Und aktuell fliegen wir hier mit Live-Wetter. So, da kann man nichts einstellen. Ihr wählt einfach Live-Wetter aus. Und dann kann man sich oder sollte man sich eigentlich darauf verlassen, dass ja, man auch das Live-Wetter hat. Da kommen wir aber schon zum ersten Punkt. Das stimmt nicht immer so ganz. Also für Innsbruck stimmt es jetzt, hier ist klarer Himmel, 10% Regenwahrscheinlichkeit, das ist im Prinzip pseudomäßig, wir haben 30 Grad in Innsbruck, also das stimmt soweit. Wenn man aber jetzt zum Beispiel mal auf das Regenradar schaut, auf die Weltkarte fürs Regenradar, da gibt es ja unterschiedliche Seiten, ich benutze dafür gerne wetteronline.de und sich jetzt beispielsweise einfach mal eine Ecke auf der Welt raussucht, wo denn vielleicht gerade ein Gewitter ist. Dann stellt man relativ schnell fest, das haben wir jetzt einerseits im Livestream schon festgestellt, aber auch ich habe es jetzt eben gerade wieder festgestellt. Ich habe mir einfach mal mitten in Afrika, in der äquatorialen Zone, einen Flugplatz, eine Stadt rausgesucht, wo definitiv gerade Gewitter vorherrschen. Mit Live-Wetter. Was ist passiert? Ich bin bei strahlendem Sonnenschein gestartet und es war keine einzige Wolke am Himmel. Also da muss man schon sagen, diese Live-Wetter-Funktion, sie funktioniert nur bedingt. Das ist sehr schade, wie sehr viele andere Sachen im Spiel sind wir hier noch von ein paar kleinen Bugs geplagt. Und ich hoffe natürlich, dass Microsoft und die Entwickler da in Zukunft noch etwas nachbessern. Aber man kann sich das Wetter ja auch selber zusammenstellen und dafür muss man einfach entweder hier, wenn man schon fliegt, auf die hier oben ins Menü reingehen bei Wetter oder man kann natürlich auch, wenn man sich den Flug zusammenstellt, dort direkt schon Wetter voreinstellen. Wir können jetzt hier einfach mal sagen, wir wollen anderes Wetter haben und wählen jetzt einfach mal weniger Wolken aus. Das sind im Grunde so die Voreinstellungen, die man hier so hat, ne? Also da müsst ihr nichts viel tun. Ihr wählt einfach die Art von Wetter aus, die ihr haben wollt, hier in diesem Dropdown-Menü. Das geht von klarer Himmel, wenige Wolken, verstreute Wolken, durchbrochene Wolkendecke. Also ihr seht schon, ihr seid hier sehr, sehr flexibel. Ihr könnt relativ schnell Sachen einstellen. Und entsprechend wird dann auch live im Spiel, und das ist halt schon ziemlich cool, direkt das Wetter eingestellt. Ihr habt also keine Ladezeiten, sondern ihr seht direkt dieses Wetter, was ihr dann hier einstellt, beziehungsweise vorausgewählt habt. Das Ganze kann man noch mit anderen Wolkenarten einstellen. Man kann hier sagen, es soll bedeckt sein. Und man kann auch sagen, dass es regnen soll. Natürlich dann am Boden, nicht unbedingt hier in dieser Flugschicht, wo ihr unterwegs seid, und ihr könnt natürlich auch Schnee auswählen, wobei, ja, dann wird unten alles weiß, aber hier oben natürlich ist alles relativ hübsch. Nun gibt es aber natürlich noch viele, 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 viele Details, wie man sich das Wetter hier einstellen kann. Also wenn ihr zum Beispiel hier eine der Wolkenarten vorausgewählt habt, dann könnt ihr auch hier links unter, darunter im Menü, alles Mögliche einstellen, was ihr denn haben wollt. Also ihr könnt zusätzliche Windschichten einstellen. Ihr könnt die Wolkenschichten, die hier vorausgewählt sind,
verschieben. Ihr könnt also auch die Wolkengrenze verschieben. Ihr könnt also auch wunderbar sagen, wir wollen jetzt genau auf der Ebene der Wolken fliegen. Zack. Dann könnt ihr hier auch die Bereiche vergrößern und verkleinern. Ne? Ihr seht, ihr könnt also die Quellwolken deutlich größer machen, auch nach unten erweitern. Das ist also ziemlich, ziemlich, ziemlich cool. Ihr habt hier wirklich verschiedenste Möglichkeiten, Sachen einzustellen. Hier unten, wie gesagt, könnt ihr eine Windschicht hinzufügen, wenn ihr in den oberen Bereichen anderen Wind haben wollt. Jetzt gucken wir doch mal, ob wir uns hier bei Regen... Seht ihr schon, da kann man nämlich auch noch ein paar mehr Sachen einstellen. Verschieben wir mal die Wolkenschicht etwas nach oben hier. Die Obergrenze verschieben wir mal. Und wir sagen mal, wir wollen hier ganz viele Wolken haben. Und wir wollen Niederschläge. Wir wollen Blitze haben hier. Wir stellen einfach mal Blitze ein. Und dann sehen wir schon, irgendwo blitzt es auch. Also ihr seht schon, ihr habt hier wunderbare Möglichkeiten, euch das Wetter so einzustellen, wie ihr es haben wollt. Und es sieht tatsächlich ziemlich fantastisch aus. Jetzt werden wir wieder zurück nach Wien Center übergeben. 124.4 für Cessna X-Ray Golf Sierra. Wir machen das mal fix. Vienna Center, Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra, 12.100 feet. Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra Vienna Center, continue as planned. Altimeter 290.92. So. Wir sind wieder bei Wien Center, haben den Bereich von Innsbruck verlassen. Wir können jetzt mal die obere Schicht nach oben verschieben und auch mal einfach hier drunter switchen. Gehen hier wieder auf die Einstellung, erhöhen nochmal die Blitzeanzahl. Hier muss man sagen, hier braucht man tatsächlich auch ein bisschen Kenntnisse von Meteorologie, weil was man hier alles so einstellen kann, ist mir tatsächlich auch nicht alles klar. Also Aerosoldichte in Metern. Ah, Schneetiefe. Da oben haben wir jetzt auf jeden Fall ein gutes Gewitter drin. Ne? Und ihr seht also auch mit den Lichteffekten, das sieht alles richtig, richtig, richtig schön aus. Trotzdem, wie gesagt, das mit dem Live-Wetter, das ist ein bisschen schade. Ich hoffe, dass da noch nachgearbeitet wird. Man kann natürlich jetzt auch sagen, okay, in Afrika, vielleicht ist da auch einfach kein Live-Wetter zur Verfügung, keine Wetterdaten, wobei Wetter Online kann sie mir liefern. Wir haben das Ganze aber im Livestream ja auch schon in Budapest ausprobiert, wo auf der Wetter Online Regenradarkarte eindeutig zu sehen war, dass es in Budapest gerade gewittert und es war tatsächlich einfach klarer Sonnenschein. Was auch sehr, sehr schön ist, ist jetzt hier diese einzelnen Regenbereiche zu sehen. Also hier scheint es irgendwie zu regnen, hier so ein bisschen. Also man, das sieht einfach fantastisch aus. Hier am Ende haben wir nun nochmal die ganz letzte Option hier ausgewählt und zwar den Sturm oder das Gewitter. Und das sieht schon ziemlich bombastisch aus. Also wir fliegen da jetzt auch gerade mitten rein. Da drinnen sieht man dann einfach gar nichts mehr. Und das ist tatsächlich auch relativ gefährlich, aber auch interessant, denn jetzt sieht man es gerade nicht so gut. Ich würde mal die Heading ändern, dass wir mal wieder aus dem Sturm rausfliegen. Dann sieht man es nämlich auch sehr gut, dass auch das Vereisen der Scheiben zu sehen ist. Also hier auch der Hinweis, ne, wenn ihr das spielt, dann achtet auch drauf, dass ihr euer De-Icing für euer Flugzeug eingeschaltet habt. Das kann euch nämlich ansonsten zum Verhängnis werden. So, wir fliegen eine 90-Grad-Kurve nach rechts. Wir hatten gerade Kurs 360. Center,
Und jetzt. Ach, hier können wir Flug C, Flugraumüberwachung anfordern. Munich Center, Cessna Alpha Sierra, X-Ray Golf Sierra. Request clearance to transition Charlie Airspace. Cessna Alpha Sierra, X-Ray Golf Sierra, Munich Center. Cleared through the Charlie Airspace. So, wir fliegen mal noch weit. Ne, war gar nicht komplett 90 Grad. Jetzt drehen wir noch ein bisschen bei. Einfach um uns das Ganze auch nochmal von außen anzuschauen, wie cool das aussieht. Insgesamt muss ich sagen, auch hier wieder beim Aufnehmen dieses Videos. Der Autopilot agiert in meinen Augen nicht unbedingt so, wie man es von ihm erwartet. Das ist sehr, sehr schade. Er deaktiviert sich teilweise, er ist diese Geschwindigkeitshaltenfunktion bzw. die Geschwindigkeit verändern, das funktioniert auch nicht immer. Es hat jetzt teilweise funktioniert, aber auch teilweise einfach gar nicht. Also das Spiel hat leider hier und da immer noch ein paar Bugs. So, wir hängen jetzt mittendrin in der Wolke. Ich hoffe natürlich, dass wir dann gleich mal rauskommen, dass wir uns das Ganze auch nochmal von außen ansehen können. So, hier kommen wir jetzt aus der Sturmwolke wieder raus. Hat eine Weile gedauert und jetzt sehen wir einfach mal, wie massiv das Ganze aussieht. Wirklich sehr, sehr krass. Also wirklich die Wolkeneffekte, da kann man sich hier überhaupt nicht beschweren. Das sieht richtig, richtig gut aus. Aber auch hier wieder, während ich hier rumgeflogen bin, der Autopilot schaltet einfach die Richtung halten aus, er schaltet einfach das Höhenhalten aus, er schaltet auch einfach die Geschwindigkeit halten wieder aus, ohne dass ich irgendwas dazu tue. Und ja, das ist irgendwie sehr, sehr nervig. Jetzt sind wir direkt schon wieder in der nächsten Wolke drin. Und man sieht aber, man kann das so ein bisschen erahnen an den, huch, was war das denn jetzt, an den Fensterscheiben. Haben wir jetzt hier die Vereisung dran? Ne, jetzt ist sie wieder weg. Vorhin hatte ich die Vereisung, also auch diese Wettereffekte, da unten war gerade ein Blitz zu sehen, sieht man relativ gut. Also insgesamt muss man sagen, grafisch ist der Flugsimulator 2020 wirklich auf einem guten Niveau. Ich habe es ja auch in dem Video am Anfang der Woche, wo es eher so um die Bodentexturen und so ging, gezeigt. Das ist schon alles sehr, sehr in Ordnung, das ist schon alles sehr, sehr gut, aber es gibt halt auch in beiden Bereichen, ich will mal sagen, so gewisse Unzulänglichkeiten. Also die Bodentexturen, dass da einige Vektoren, wie mir auch in den Kommentaren geschrieben wurde, nicht stimmen. Sei es bei den Brücken, sei es bei verschiedensten Straßen. Das ist schon sehr, sehr ärgerlich. Bei den Straßen, die da mitten durch die Wüste gelaufen sind in Kairo, kann man da vielleicht noch ein bisschen drüber hinwegsehen. Wenn es dann aber um solche Brücken wie die Sydney Harbour Bridge oder die Hohenzollernbrücke in Köln geht, was ja nun schon relativ markante Sachen sind, da ist das ehrlich gesagt sehr, sehr schade. Und hier beim Live-Wetter ist es insofern halt cool, dass man das wirklich sehr detailliert einstellen kann. Dass es natürlich auch die Funktion des Live-Wetters gibt. Ne? Dass die Wolken sehr schön aussehen, auch die, die Bodensachen. Ich kann das ja gleich nochmal beim Start von dem Flughafen zeigen, wie auch die nassen Asphaltbahnen oder der Schnee dann aussieht. Da kann man sich wirklich nicht drüber beschweren. Wenn ich mir dann aber explizit einen Flughafen aussuche, wo ich weiß, dass dort aktuell ein gewisses Wetter vorherrscht und ich stelle Live-Wetter ein und es funktioniert halt einfach nicht, dann ist das halt sehr, sehr schade. Ich meine, es gibt genug Wetterdienste online, von denen man Wetterdaten abgreifen kann. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, von welchem Wetterdienst sich der Microsoft Flugsimulator die Information zieht. Aber insgesamt kann das dahingehend schon noch besser laufen. So, hier nochmal vom Innsbrucker Flughafen das Ganze vom Boden aus, also das Gewitter, durch das wir gerade geflogen sind. Wir haben auch gerade Live-Verkehr eingeschaltet. Hier sieht man nochmal, wie imposant das aussieht. Jetzt können wir einfach mal auf Regen wechseln. Und hier sieht man es jetzt gerade nicht so schön, aber wir wechseln mal in die Cockpit-Perspektive. Na, Regen, 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 komm. Wo ist der Regen?
So, jetzt haben wir unseren Regen. Ich musste die Bedeckung etwas erhöhen. Wenn man nämlich die Bedeckung runternimmt, dann ist natürlich auch nur dort Regen, wo entsprechend auch Wolken sind. Und das Geile ist, also wir machen jetzt mal hier Bedeckung 100%. Dann sehen wir auch wunderbar, wie es regnet. Wir können natürlich hier auch nochmal die Wolken verschieben, damit die Wolkengrenze nicht ganz unten ist. Ja, also hier shiftet es ordentlich. Man kann auch die Regenmenge einstellen hier. Also erstmal die Aerosoldichte. Also ich glaube, das hat so ein bisschen... Weiß nicht genau, was das für ein Wert ist. Vielleicht kann mir das einer von euch erklären, was der genau macht. Man kann aber auch die Niederschlagsmenge hier reduzieren. Und dann regnet es halt einfach weniger. Und was halt auch geil ist, wenn ich jetzt sage, ich wechsle jetzt auf klaren Himmel, dann ist die Bahn noch nass, aber sie trocknet nach und nach und ist dann gleich wieder ja, trocken. Das kann man jetzt aus der Außenansicht, glaube ich, ganz gut erahnen, dass dann die Landebahn anfängt abzutrocknen. Das ist ein ziemlich cooles Feature. Und wenn man sich jetzt nochmal den Schnee anschaut, auch der sieht halt verdammt realistisch aus. Also erstmal die Wiesen, die mit Schnee bedeckt sind und die hier die Schneeflocken, die jetzt hier fallen. Also auch da, was passiert, wenn man hier die Aerosoldichte... Ist das die Wolkenausfranzung? Ich kann das, also... Ich kann das nicht so richtig einschätzen, was genau das sagt. Also wie dicht die Wolken sind vielleicht, wie sehr man durchschauen kann. Das kann natürlich sein in Metern irgendwie. Ja, und auch hier kann man jetzt die Niederschlagsmenge einstellen. Also wie sehr es schneien bzw. regnen soll. So, das soll es also für heute mit den Wettereffekten gewesen sein. Wir haben das Menü uns mal angeschaut, wo man es einstellen kann. Wir haben über das gesprochen, was gut ist. Wir haben über das gesprochen, was nicht so gut ist. Natürlich war das jetzt kein meteorologischer, tiefer Workshop hier. Ich habe keine Meteorologie oder Klimatologie studiert, aber das ist auch erstmal egal. Das Wetter sieht fantastisch aus, man kann es sehr individuell einstellen. Das Live-Wetter muss man sich im Grunde so ein bisschen blind drauf verlassen, dass das jetzt so stimmt. Wenn man mal so stichprobenartig es überprüft, gibt es anscheinend Probleme. Gut, das soll es aber für heute gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine großen Unterstützer und auch die kleinen, namentlich genannt Thomas, Xynam, Irendal, Parsival, Kulle und Ködö. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher.